Das Highlight der Bundesexekutivmeisterschaften 2011 stellte ein packendes Langlauf-Night-Race mitten durch den Ortskern von Galtür dar. Und auch hier sorgte ein hochkarätiges Starterfeld für spannende Rennen. Das ist 10 Jahre her, da waren wir schon mal da zu den Exekutivmeisterschaften, da habe ich damals den Sprint gewonnen. Das ist eigentlich 10 Jahre her. Ich habe einiges an Geschwindigkeit verloren in den 10 Jahren. Und nein, ich habe jetzt keine Chance mehr gegen die jungen Wilden, gegen die jungen Sprinter. Aber das ist auch gut so, das passt schon so. Es macht trotzdem Spaß und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir eine gute Show machen. Es ist alles picobello präpariert da, es macht richtig Spaß, super Wetter, perfekt. Ja, ich finde das eigentlich sehr eine schöne Veranstaltung und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und es ist auch für die Nicht-Profis, glaube ich, brutal schön und ja, es taugt mir. Bis zur letzten Minute wurde an der Strecke gearbeitet. Der Lohn für die harte Arbeit, spektakuläre Rennen und Spannung bis zum Schluss. Ja, für das, dass April ist, sind optimale Verhältnisse. Es ist natürlich etwas schwieriger zu laufen wie im zu tiefsten Winter, aber es ist schaffbar. Es bedeutet uns natürlich in erster Linie mal viel Arbeit. Mit diesen Temperaturen, mit dem wenigen Schnee, was da jetzt in dem Sinn zu arbeiten ist, von den freiwilligen Helfern, vom Skiclub und allem, ist schon Wahnsinn und was die geleistet haben. Aber es ist natürlich auch, wie gesagt, spannende Wettkämpfe von den Sportlern und der Sport steht eigentlich im Vordergrund und das ist gut so. Den Sieg sicherte sich am Ende Harald Wurm vor Julian Eberhardt und Simon Eder. Besser wie mit dem Sieg kannst du nicht aufhören. Die Stimmung da in Galtür war ein Traum. Echt. Die Leute haben gefeiert und super Pisten. Und bei der Jahreszeit, dass man da noch so gute Pisten zusammenbringt, ist echt Hut ab für die Veranstalter. Den Abschluss einer intensiven Rennwoche bildete die feierliche Siegerehrung am Dorfplatz in Galtür, zu der unter anderem auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter begrüßt werden konnte. Ich glaube, wir können alle sehr dankbar sein, was die Exekutive tagtäglich leistet, auch bei uns im Land Tirol, auch in dieser Region, in Bad Slauental, in Galtür. Und so ist es sehr wesentlich, dass so eine Meisterschaft auch hier im Ort stattfindet in Galtür. Und ich habe mit vielen Sportlerinnen und Sportlern, aber auch den Ehrengästen gesprochen. Die waren alle völlig begeistert, wie großartig hier in Galtür diese Bundesexekutivmeisterschaft veranstaltet wurde. Und zum Zweiten hat man einfach gespürt, dass die Leute, die hier in Galtür sind, bei diesem Rennen mitgemacht haben, dass sie diese Atmosphäre sehr, sehr genossen haben. Also so glaube ich, dass das für alle Beteiligten ein ganz gutes Ereignis war. Und ich bin froh darüber, dass hier in Galtür diese Bundesexekutivmeisterschaft abgehalten wurde.